So, dritte Folge von Corekeeper. Letzte Folge haben wir nicht hingefunden. Doch, uns schon mal die Tin-Werkbank hergestellt. Und hier gibt es ordentlich neue Sachen, die wir herstellen können. Zum Beispiel den Rucksack, den hätte ich ganz gerne für mehr Inventarslots. Oder auch die Spitzhacke. Müssen mal gucken, wie viel Tin wir noch übrig haben. Das hatten wir hier reingelegt. Genau, 11 Tin haben wir noch. Und was machen wir damit? Ich denke, der Rucksack wäre schon am Anfang am sinnvollsten. Wenn wir auch länger unterwegs sein. Fehlt noch Fiber. Fiber hatten wir aber schon gefunden. Ja, das reicht sogar. So, dann stellen wir uns den Rucksack her. Zu überlegen, wir könnten uns noch eine Angel herstellen. Und eine Spitzhacke. Spitzhacke hat 550 Haltbarkeit, die hier 400. Ich glaube, wir machen uns die einfach mal. So. Dann haben wir noch drei Tin, um die zu reparieren. Dann stellen wir uns nochmal eine Reparaturstation her. Zieh mal den Rucksack an. Wo haben wir den da, ne? Oh ja, perfekt. Brauchen wir das jetzt zum Reparieren? Das kann wieder weg. Ist meine Ersatzspitzhacke. Blumen können nach hier und dann nehmen wir uns noch ein bisschen Essen mit. So. Und dann würde ich sagen, holen wir uns mal ein bisschen mehr Zinn. Mal kurz für die Karte. Das Biom nochmal war da drüben. Okay, dann laufen wir da mal hin. Jetzt sind wir schon mal wieder hier im Larvenbiom. Dann bummeln wir uns hier, glaube ich, einfach mal ein bisschen durch die Wände. Und suchen nach Zinn. Ich habe gerade mal ein paar Punkte gekriegt. Die vergeben wir erstmal. Was haben wir denn? Drei Stück. Mal Running. Können wir nochmal hier reinskillen. Oh, unser erster Millipunkt. Attack Speed, okay. Gut, dann fangen wir hier erstmal oben an, wie immer. Und dann noch unseren ersten Vitality Point. Okay. Das heißt, mal sehen, wir haben jetzt gerade 132 Leben. Dann 136. Immerhin. Haben wir nicht mal mehr Leben? Oh, vielleicht war das wegen dem Essenseffekt. Na gut, dann suchen wir mal weiter nach Tipp. Hier kommen aber viele. Steck hier fest. Na toll. Gott, möchte ich meine Roboter bewegen. Ja, das war ein schneller Tod. Wirklich viel Tin haben wir jetzt nicht bekommen. Okay, zurück dahin. Jetzt wieder bekommen. So gut, wie viel Zinn haben wir denn schon? 9.
Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen weiter suchen. Spitzhacke ist gleich kaputt. Wir können jetzt mal testen, welche Stelle abbaut. Hast du so baut die Kupferspitzhacke ab? Ah, perfekt. Kaputt. So die Tin. Okay, die Tin baut auf jeden Fall baut die Stelle ab. Ist gut. Und da vorne ist irgendwas Goldenes. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gefunden haben. Das kommt mir jetzt gerade nicht bekannt vor. Da laufen auch schon wieder einige Larven rum. Du hast auch so eine Dicke gesehen, meine ich. Viele hier. Okay. Und? Das sind Gegner? Wow. Ich dachte, das wäre, keine Ahnung, ein dummes Abbauen oder sonst irgendwas. Ah, toll. Das ist ein komischer Kokon. Da bin ich auch mal wieder tot. Ich muss echt ein bisschen besser auf Abstand bleiben. Und dann mal wieder hinter. Haben wir uns Loot mal wieder. Ja, das mit dem neuen großen Inventar ist sehr praktisch. Jetzt werden wir schon längst wieder voll. Ich habe schon wieder zwei dieser komischen Kongs getriggert oder auch nicht. Die haben sich wieder beruhigt. Okay, gehen wir erstmal unten lang. Ich habe keine Lust, schon wieder zu sterben. Diese Säure ab, die hier aus diesem Blumenteil rauskam. Suchen wir noch ein bisschen weiter nach drin. Oh nein. Wie sagt das? Kommt denn immer her? Man sieht die gar nicht. Uff, okay. Das ging gerade nochmal gut. Halt schon wieder. Aber ein bisschen doller als am Schleim. Okay, hat aufgehört. Keine Ahnung, was jetzt hier schon wieder rumläuft. Ich habe gerade keine Lust, diesem Ding zu begegnen, glaube ich. Erstmal gerne Sinnsachen herstellen. Unser Inventar schon voll. Wir haben aber 26 Tinnor bekommen. Das sollte eigentlich erstmal reichen. Wenn wir zurückgehen, müssen wir die ganzen Werkzeuge aus Tinnor stellen. Was ist eigentlich immer für Kreuze auf dem Boden? Hat jemand da. Oh, was ist das? Zehnmal unsere Werkbank. Machen das hier kaputt. Und reparieren das damit. Oder so. Ja, hat gefunktioniert. Was ist das hier? Ein Twisteter Garte. Okay. Kann man anscheinend verkaufen. Steht ja available. Da kam ein Ring raus. Einpacken. Nee. Aber ich würde ihn gerne mitnehmen. Was macht denn der?
Ach, ist auch wieder bloß ein Verkaufen oder so? Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall langsam zurück. Mit vollem Inventar ist mal ein bisschen nervig. Ich muss ein bisschen Holz mitholen. Ich hab langsam auf den Rückweg. Vielen glitzernden Erzen ablenken habe lassen. Und es ist eigentlich nach zurück nach Hause geschafft. Und sortieren wir am besten als erstes mal das Inventar. Und dann haben wir jetzt eine Menge Essen auch noch, was wir kochen können. Würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Ich auch über die Hälfte. Ja, sehr schön. Shift rechts, hier kann man das gleich den ganzen Stapel halbieren. Ich glaube, ich erstmal 27 für diesen Suppen herstellen. Essen nochmal ein Pudding. Dann kümmern wir uns mal ums Beet. Alles neu eingepflanzt und dann auch nochmal neue Kochmaterialien bekommen. Würde ich sagen, koche ich das ganze Essen mal durch und schmelze die ganzen Erze. Schon 23 Tinnbarren fertig. Dann reparieren wir dabei als erstes mal unsere Spitzhacke und stellen uns daraus dann auch neue Sachen her. Was wir dafür brauchen, ist ein Schwert. Wir haben damit dann 74 bis 90. Das ist schon mal deutlich stärker. Dann eine Schaufel. Brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Eine Feldhacke auch nicht. Allerdings eine Angel wäre mal ganz praktisch. Dann können wir auch mal angeln. Gucken, was man da so machen kann. Gut, so eine Railway Forge brauchen wir auch noch nicht. Ein Eisenwerk glaube ich auch nicht, aber ein Tinnenamboss, glaube ich, könnte man gebrauchen, damit wir auch Rüstung herstellen können. Genau, es gibt auch Dagger. Slingshot. Okay, es gibt also auch Verkaufssachen. Muss man jetzt, was verschießt man denn damit? Da braucht nichts zum Schießen oder verschießt man einfach Steine oder, keine Ahnung, Wände? Oha, so ein Schild ist eigentlich auch ziemlich stark. 70% weniger Schaden. Offhand, da haben wir ja eigentlich unsere Laterne. Dann überlegen, machen wir schnell hier ein neues Essen. Als nächstes. Was haben wir denn noch hier? Hier diese zwei Sachen. Da haben wir noch relativ viele von. Wir machen kurz einen Pudding. Und wenn einer Pilz dann weg ist, dann schmeißen wir diese Karte hier rein. Gut. Der Ofen ist auch fertig. Dann schmeißen wir da den nächsten Erze rein. Hier 43 Kupfer haben wir noch. Wir mal weiter. Hier haben wir eigentlich alles hergestellt, was wir brauchen. Wohl, ein Alchemie-Table wäre eigentlich noch ganz interessant, was man damit machen könnte. Und vielleicht so eine Slingshot. Range Damage. Könnte auch ganz praktisch sein.
Dafür stellen wir uns einfach mal eine her. Die kostet ja nicht so viel. Rückt einmal alles ein auf. Ja, noch mal überlegen. So ein Schild wäre so ein Schild ziemlich stark. Ich glaube, erstmal noch nicht. Hier nochmal kurz die Puddings ein. Unser Schwert können wir dann eigentlich kaputt machen. Genau, wir Sachen wieder. Drei Kupfer. Das hat sich doch gelohnt. Ups. So gut, einfach noch. Genau, neue Talentpunkte gekriegt. Da müssen wir auch nochmal reingucken. Hier. Oh, jetzt haben wir unseren ersten Skill auf Stufe 5. Geht er noch höher? Nee, ne? 5 von 5 ist, glaube ich, Maximum. Kann man es jetzt hier für 1 entscheiden? Entweder eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, doppelte Erze zu bekommen, oder zwei Blöcke weitere Ärzte-Sicht. Also, wir können Erze über zwei Blöcke weiter ansehen. Aber ich glaube, das ist nutzlos. Ich meine, man sieht die jetzt schon fast über den ganzen Bildschirm. Nehmen wir lieber doppelte Erze, glaube ich. Genau. Das bräuchte ich nur, wenn wir Explosive Damage haben wollen. Aber das brauche ich auch nicht unbedingt. Okay, dann gehen wir als nächstes darauf. Dann haben wir auch hier bei Running Stufe 5 erreicht. Entweder Dodge Chance, After Standing Still oder ist beides jetzt nicht so cool, glaube ich. Ja, doch, ich glaube, wir gehen hier lang. Ja, doch, wir nehmen die ganz rechte Reihe rum, glaube ich. Was haben wir denn hier noch gekriegt? Gartenpunkt. Okay. Mehr Wahrscheinlichkeit, Samen zu bekommen von Pflanzen, wenn wir abbauen. Was ist das? Ach, Cooking. Okay, mehr Essen, wenn wir was essen. Sehr gut, dann würde ich sagen, testen wir mal die Angel. Nee, darf ich nicht bewegen, okay. Oh, ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Ach so, okay, der rote Balken ist, darf sich nicht füllen. Hätte ich mir auch eigentlich denken können. Ist ja fast in jedem Spiel so. Bin ich zu blöd dafür? Oh. Jetzt habe ich Shift gedrückt. Das war auch nicht so schlau. Okay, wenn das zappelt, darf ich nicht ranziehen. Okay, wir können ja anscheinend auch alle kochen. Ich angle hier einfach mal ein bisschen und guck mal, was man so kriegen kann. Man kann anscheinend nur angeln, wo es auch wirklich blubbert. Das heißt, hier ist unsere Angelstelle schon leer. Gehen wir mal eine weiter. Ich verstehe, kriegen da. Springt die ganze Zeit. Okay. Das mit den Angeln habe ich auch noch nicht so ganz raus. Wie soll ich den dann kriegen? Jetzt wieder nicht. So knapp. Oh Gott, das war aber auch schlecht geangelt. Aber wir haben ihn bekommen, das ist ja die Hauptsache.
Hey, die Angstelle ist jetzt auch leer. Gucken wir mal die Beute an, was wir hier gekriegt haben. Okay, wir haben hier irgend so einen Steinfisch gefunden. Und dann einen blauen und orangen Guppi. Ich würde sagen, die schmeißen wir direkt mal in den Ofen. Direkt ein bisschen Fischfilet bekommen. Kann man hier auch so zwei Fische gleichzeitig machen? Oh ja. Oh, das sieht echt lecker aus. Okay, dann haben wir Fischballs. Wir haben sogar einen extra bekommen. Machen wir das dann nochmal mit rein, mit Fleisch. Gucken, was da rauskommt. Es gibt echt viele verschiedene Rezepte. Okay, hier kommt auch wieder ein bisschen Steak raus. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder? Nee. Das ist wieder was anderes, okay. Oh, plus 8 Mining Damage für 5 Minuten. Das ist nicht schlecht. Dann hauen wir noch mal ein paar Blumen rein und ernten in der Zeit das Feld ab. So, dann haben wir hier noch mehr zum Kochen. Dann hier noch was reinwerfen. Alba kommt dann erstmal mit nach hier hinten. Nehmen wir uns dann noch ein paar Erze raus und packen in die Erzetruhe. Nehmen ein bisschen Gold, packen es noch in den Ofen. Ach, Gold können wir noch gar nicht schmelzen. Okay. Das wäre dann wahrscheinlich die Bronzerüstung dran, die wir uns machen müssen. Haben wir 5, 11 und 14 Tin. Haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ne, 8 nur noch. Okay, dann müssen wir nächstes Mal noch mal ein bisschen auf Erkundung gehen. Ein paar Erze abbauen. Gut, hier klopft es noch ein bisschen durch. Dann gehe ich so noch mal eine Runde angeln. Nochmal zwei Fische gefangen. Können wir nochmal einschmelzen hier. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge mal weiter auf Erkundung. Oh, was habe ich jetzt markiert? Das wollte ich nicht. Mach ich die wieder weg. Okay, geht von alleine irgendwie wieder. Ja, was sie so finden. Ich würde sagen, wir suchen noch ein bisschen Tin hier drüben. Und dann gucken wir auch mal zum großen Schleim hier, der hier irgendwo war. Für den besiegen können. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.